So, hallo zusammen. Heute wollen wir mal wieder über das Thema Plutos Card reden, von der ich ja damals so überzeugt war. Möchte ich euch jetzt mitteilen, dass ich die ganze Sache kündigen werde, weil einige Sachen hier vorgefallen sind, die mir überhaupt nicht passen und wo ich hingehen werde. Alle Links dazu sind natürlich unten in der Beschreibung. Wenn ihr Bock drauf habt, könnt ihr euch da gerne weiter drüber informieren. Und zwar wurden ja die Karten damals gekündigt. Wir sollten ja zu einem neuen Anbieter wechseln, der die Karten ausgeben sollte. Darauf habe ich dann 6 Monate gewartet. Also sprich, ich konnte die Karte nur online benutzen, aber nicht mehr offline an irgendwelchen Tankstellen oder sonstigen Sachen, was mir ja schon sehr gestunken hat. Dadurch sind mir ja sehr viele Prozente flöten gegangen. Daraufhin wurde ich immer wieder vertröstet und sonstige Sachen. Dann kam die Aktion, dass die Karten dann endlich kamen. Vorab die Metallkarten, wofür ich mich interessiert hatte, weil ich die eigentlich ganz optisch ganz schön fand. Und da wurde man ja sowas von über den Tisch gezogen. Das könnt ihr euch ja gar nicht vorstellen. Ja, man sollte erst eine gewisse Summe staken, damit man überhaupt die Möglichkeit hatte, diese Karte zu erwerben. Und dann sollte man noch, ich glaube, 1.000 € oder sowas dann nochmal hinterlegen, wo ich mir gedacht habe, sag mal, was ist denn mit euch kaputt? Und dann jetzt zum allen Überfluss haben sie dann die ganzen Sachen. Es gab ja vorher ja nur drei Sachen. Hier einmal Starter, Everyday und Premium. Starter war ja damals umsonst gewesen. Da hat man ja 3% gekriegt bis 250 und einen Perk. Die Perks waren ja gewesen, dass man sich aussuchen konnte, ob man Netflix umsonst haben wollte oder YouTube oder sonstige Sachen. Und dann hier hat man zwei Perks gekriegt oder drei. Also dementsprechend mehr Sachen konnte man sich aussuchen. Everyday hatte ich vorher gehabt. Das hat 4,99 gekostet. Wurde jetzt mal eben um 100% erhöht. Oder das hier von 0 auf 6,99. Oder das hier wurde dann auch nochmal um, ich glaube, 5 € erhöht. Finde ich eine absolute Frechheit und das lasse ich nicht mit mir machen. Das ist nicht wert mit mit den Perks. Da kann ich mir auch mein Netflix und das ganze Geschisse selber bezahlen. Also da brauche ich diese Karte nicht für. Dann lohnt sich das auch nicht mehr mit den 3%, die ich dann, wenn ich dann mich runterstufen würde, nur noch auf 250 € kriegen würde. Beziehungsweise bei dem war es gewesen, kann ich jetzt glaube ich nicht anklicken. Ach ja, hier steht, ach, ist auch nur noch bis 500 €. Ja, das ist ja noch besser. Das war vorher, glaube ich, unbegrenzt gewesen oder bis 1.200 €, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Und ich habe jetzt erstmal das gemacht, bis ich meine ganzen PLU hier runtergezogen habe. Da stehen noch welche offen im Raum, die mir noch gut geschrieben werden müssen nach 45 Tagen. Und dann werde ich die ganze Sache hier kündigen. Ich habe jetzt erstmal den Free Plan, wo man gar nichts mehr bekommt, finde ich eine astreine Sache. Kann ich die Karte benutzen oder auch nicht? Eher nicht, weil ich habe mich jetzt angemeldet und zwar hier für Trade Republic. Also vorab, ich nehme auch alle Plutos-Videos runter, bis jetzt auf das eine, wo ich jetzt hier wechsle, damit die Leute, die das vorher schon gesehen haben, mir danach nicht nachsagen können, ich hätte nichts gesagt und wäre immer noch dabei. Das finde ich auch eine gute Sache. Bei Trade Republic bin ich sowieso schon. Und jetzt kann ich mir dann auch noch die Karte hier holen. Der Link ist natürlich unten in der Beschreibung. Könnt ihr euch dann hier registrieren, anmelden, wie auch immer. Gibt drei Kartensysteme. Einmal die umsonst ist, und die sagen das von vornherein. Die umsonst ist die digitale Karte, die ihr dann für alle Sachen benutzen könnt und dann wahrscheinlich über NFC und solche Geschichten auch mit eurem Handy. Ich glaube, Apple Pay müsste auch dabei sein, schon von Anfang an. Dann gibt es eine Kunststoffkarte, die kostet einmalig 5 € und diese Metallkarte, die ihr hier sehen könnt, diese verspiegelte, diese hier wird 50 € einmalig kosten. So, ihr bekommt, jetzt bin ich schon wieder zu weit gesagt, ihr bekommt hier 4%, wenn ihr eure Kohle einfach nur auf dem Konto liegen lasst. Wenn ihr, natürlich könnt ihr mit dem Geld, was dann da auf dem Verrechnungskonto rumliegt, nicht nur mit der Karte bezahlen. Ihr könntet natürlich euch auch Aktien davon kaufen oder irgendwelche Sparpläne machen, wie auch immer. So, dann kriegt ihr 1% Safeback. Das ist dann beispielsweise, ihr kauft was für 100 €. 1 € geht dann in euren Safeback rein. Das ist dann irgendein Sparplan, den ihr hier angelegt habt.
und der wird dadurch dann gespart. Ihr könnt auch noch aufrunden, also sprich Kleinstbeträge hier, was weiß ich, 4,99, den 1 Cent, der geht dann auch noch mit in den Sparplan ran, wenn ihr das aktiviert habt. Oder beispielsweise, ihr sagt immer, bis zum nächsten 5er aufrunden, ihr bezahlt was für 51 Euro, dann wird 55 Euro von eurer Karte dann abgebucht, beziehungsweise von dem Verrechnungskonto, die 51 Euro für eure Sache, die ihr damit ausgegeben habt, und der Rest wird dann durch die Aufrundung zu eurem Sparplan zugefügt. So kann man sich also durch Kleinvieh in Anführungszeichen schon ganz schön was zusammensparen. Das Safeback, das gilt natürlich, hat auch eine Begrenzung, 15 Euro im Monat. Dazu müsstet ihr, um das voll auszureizen, 1500 Euro ausgeben im Monat. Das muss man natürlich auch erstmal machen, aber hey, das sind 15 Euro mehr für euren Sparplan, wenn ihr sowieso damit andauernd bezahlen solltet. Ja, und auch wenn es kleinere Summen sind, ganz ehrlich, also ich bin der Meinung, mittlerweile jeder Cent zählt, den man sparen kann. Keine monatlichen Gebühren sind natürlich dabei. Hier steht das auch nochmal im Grauen, ne? Das ist eigentlich das Grobe und Ganze, was hier alles noch steht. Könnt ihr euch hier gerne nochmal angucken. Der Link ist unten in der Beschreibung. Ich finde das eine klasse Sache. Und man muss auch keine PLU-Token mehr wechseln in Echtgeld oder sonst irgendwas. Das war ja auch immer so ein Aufwand gewesen, womit einige Leute nicht klargekommen sind und deswegen die ganze Sache nicht gemacht haben. Hier habt ihr es direkt in Euro. Und ach so, ihr könnt auch am Bankautomaten könnt ihr Geld abholen. Ab 100 Euro ist das dann auch kostenlos. Hier steht das auch nochmal weltweit. Habe ich fast vergessen. So, ja, das war es grob und ganze gewesen. Ich wollte euch nur darüber informieren. Wer Bock drauf hat, Link ist in der Beschreibung. Schaut es euch gerne selber nochmal an. Lest euch den bisschen Text hier da durch. Wenn ihr Bock habt, meldet euch drüber an. Ich glaube, über meinen Link kriegt er auch nochmal 10 Euro oder sowas. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Auf jeden Fall gab es irgendwas dann dabei. Müsst ihr euch dann nochmal anschauen. Ist natürlich ein Affiliate-Link. Ich möchte das hier niemandem vorenthalten, dass ich daran auch was verdiene. So. Ja, das war es eigentlich im Groben gewesen. Ich bin wieder weg. Haut rein. Ciao, ciao.